Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu This is the Police. Ja, ich stelle jetzt erstmal keinen ein. Jack, machen Sie weiter mit der guten Arbeit und Ihre letzten Tage bei der Freeburger Polizei werden deutlich angenehmer. Ja, ich habe das mit dem weiblichen Polizisten geschafft. Das heißt, ich könnte jetzt einstellen. Wir haben jetzt auf dem Arbeitsmarkt, haben wir jetzt die beiden. Für Schicht A einstellen. Für Schicht A einstellen. So. War auch gleich direkt wieder ausgefüllt, den Mangel. Fahrlässige Gefährdung. Eine verängstigte Frau hat angerufen und berichtet, dass zwei Männer in altertümlichen Rüstungen durch die Straßen rennen und rufen, fürchtet unseren Stich. Sie haben Passanten verfolgt und nach ihnen geschlagen. Noch haben sie niemanden verletzt, aber ihre Schwerter sehen gefährlich aus. Aha. Nehmen wir mal die drei. Die Erfahrene und die beiden Neulinge. Das ist ja auch lustig. Foxman und Hunter. Ein alter Freund ist bei Mr. Sun zu Besuch und sie haben vor, aufzureiten. Aber der Besitzer des Country Clubs hat eben angerufen, er war nicht leicht zu verstehen. Aber offenbar prügeln gerade ein paar Schläger die Pferde von Mr. Sun zu Tode. Oh, wow, da kenne ich nichts, ey. Oh, das geht gar nicht. Wow. Wenn es um Tiere geht, dann werde ich richtig aggressiv, ey. Schlimmer als, also es ist bei Menschen, das ist nicht so, aber beim, wenn es um Tiere, ey, dann uiuiui. Ui, ui. So, morgen lasse ich mal so eine Grillparty steigen. Und dann engagiere ich auch mal so einen Spitzel. Ich glaube, das wäre mal nötig. Lärmbeschwerde. Klim Jurev berichtet, dass in der benachbarten Wohnung ständig verdächtige Personen aus- und eingehen. Sie tragen große Taschen bei sich, machen Lärm und schreien, weswegen sich seine drei Söhne nicht auf ihre Hausaufgaben konzentrieren können. Mr. Yuri bittet, jemand muss diesen Banditen zeigen, wer hier das Sagen hat. Ich könnte einen Mannschaftswagen hinschicken und schicke da jetzt auch erstmal nur zwei Stück hin. Guck mal, was noch so kommt. Ein ganzer Trupp von Vargas Leuten hat einen Laster angegriffen, der zu einer unserer Firmen gehört. In dem Laster ist eine wichtige Lieferung, von der nur Mr. Sant und seine Stellvertreter wissen konnten. Der Fahrer hat versucht, uns anzurufen, aber die Verbindung ist abgebrochen. Er könnte bereits tot sein. Ihr müsst diese Arschlöcher aufhalten, bevor sie mit der Ware abhauen. Okay. Automatische Waffe gefunden. Natürlich von der Mafia verkaufen lassen. Wer sind wir denn, wenn nicht? Ein bisschen korrupt muss es ja hier auch abgehen, ne? Also das mit dem Mord finde ich jetzt nicht so interessant, aber so ein bisschen korrupt muss schon sein. So, Diebstahl. Ja, bei den anderen kommt nichts mehr, ne? Ich weiß, ich ziehe da jetzt auch mal, ich ziehe jetzt mal hier alle ab. So. Und da auch, nein. Nein, 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 nein. Hier. So, hier ziehe ich auch mal jeden ab. Und hier tue ich jetzt mal durchstarten und setze mal die beiden da ein. Vielleicht kommt ja noch was. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht klar mit dem. Ansonsten, wenn das jetzt morgen, wenn da nichts Neues mehr kommt, dann wechsle ich zu einem anderen Ding. Und dann gebe ich den Fall auf oder so. Ich weiß nicht.
Ja, Sun scheint echt zu gewinnen. Für tot erklären, wir müssen etwas Papierkram, Bearbeitung hinauszögern. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, der ist eh gefeuert. Ja, passt erstmal so, ne? Obwohl, warte mal. Da ist nur einer. Die können. Ach, das ist Schicht B. Okay. Tag beenden natürlich dann. Tag 18, 1. August, Donnerstag. Ehemaliges Mafia-Mitglied beklagt Korruption in der Stadtverwaltung. Bürgermeister, Dienst eines Sprechers abgelehnt. Ich spreche für mich selbst. Und leitender Arzt im St. John's Krankenhaus des Rufmordes bezichtigt. Bin zu müde, ich kann heute rausgehen, kann ich zu Hause. Ja, aber komm morgen wieder. Ja, bleib erstmal weg. Mein Vater hat sich wieder betrunken und meine Mutter verprügelt. Sieht diesmal echt schlimm aus. Würde gerne bei Ihnen vorbeischauen. Kann ich den Tag frei haben? Ja, aber kommen Sie morgen wieder. Gut. Ja. So, den heutigen Tag. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre Angestellten eine offizielle Beschwerde gegen Sie eingereicht haben. Wir versammeln Informationen und machen uns mit den Umständen des Falls vertraut. Gewerkschaftsbund, oh. Mafia, mit den Angestellten teilen. Ja. Vergewaltigung. Zwei Obdachlose haben sich im Schutz der Dunkelheit Zugang zu einer örtlichen Bäckerei verschafft, sich satt gegessen und dann für die Nacht eingerichtet. Am Morgen kamen der Besitzer der Bäckerei, Georgie Martinez, und Verkäuferin Anna Lukas in den Laden und entdeckten den Schaden. Die Obdachlosen waren mit Messern bewaffnet und nicht glücklich darüber, aufgestört zu werden, und griffen die Opfer an. Der Besitzer konnte entkommen, aber die Verkäuferin blieb bei den obdachlosen Männern im Laden zurück, und es war zu sehen, wie sie die Kleider vom Leib rissen. Oh Gott. Da schicke ich mal meine Weiber hin hier. Die nehmen die auseinander. So. Ich weiß nicht, mit den 8 Schnappschüsse. Das Problem ist ja, da könnten noch so viele. Eins, zwei, warte, pass auf. Wir machen das mal so. Nein. Details. Da können noch so viele kommen. Kann man den noch mal ein bisschen nach den Hinweisen? Nee. Wir machen jetzt mal eine Grillparty, kostet so viel. Ja, komm. Ach so. Nö, dann nicht. Das muss ich so machen. Nach dem Zwischenfall mit den Pferden haben wir einen Gast von Mr. Sun heimlich in ein nahes Hotel gebracht und eine Wache vor der Tür postiert. Auf einmal hören wir dann Schrei aus seinem Zimmer und Wasser kommt aus dem Bad. Wir werden die Tür aufbrechen, aber eine Polizeipräsenz könnte nicht schaden. Meine Mädels haben das gemacht. Gewaltsame Auseinandersetzung. Zwei Lastwagenfahrer haben sich um eine Parklücke in der Nähe eines Diners gestritten und dann angefangen, sich zu prügeln. Der Koch hat versucht, sie zu trennen, wurde aber von einem Schlag getroffen und liegt nun reglos am Boden. Ich schicke da wirklich mal alle vier hin. Ich kann immer nur einen dann nehmen. Okay. Ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd gemacht, ne?
Ich habe leider keine Leute da. Ja, da habe ich gar keinen da gerade. Na, no, machen wir das so. Muss eben warten, bis noch welche, einige da sind. Ja. So, Jack, all meine Leute im Donutladen haben die Grippe und ich konnte keine Aushilfen finden. Könntest du mir ein paar deiner Leute schicken? Ich bin mir sicher, ein paar Donuts zu frittieren würde denen nichts ausmachen. Es ist ganz einfach und ich zeige denen alles, was sie wissen müssen. Mein Laden schafft es kaum, aus den roten Zahlen zu bleiben. Deswegen kann ich mir keinen einzigen Tag Ausfall leisten. Ach ja, komm. Machen die beiden eben. Wir brauchen Unterstützung. Ein paar Idioten haben versucht, eines unserer Pokerspiele zu überfallen und wir werden sie nicht einfach mit dem Geld da rausspazieren lassen. Ein paar Beamte vor Ort können die Situation unseres Gunstens beeinflussen. Okay. Ich sag dir, Chef, an der Fritteuse zu stehen ist völlig anstrengend. Ich würde lieber Kugeln ausweichen als den Spitzern von kochendem Öl. Aber wenigstens hat Mrs. Marban versprochen, uns für den Rest des Jahres mit Donuts zu versorgen. Das ist doch gut. Das freut mich für euch. Unsittliches Verhalten in der Öffentlichkeit. Bei einer Sondervorstellung des Thrillers Law Abiding Max 3 hat ein Angestellter des Kinos bemerkt, dass einer der Zuschauer seine Hose ausgezogen hatte. Der mit seinen unangemessenen Handanlagen beschäftigte Mann bemerkte den Angestellten und reagierte darauf mit der Drohung, er würde allen im Kino die Kehle durchschneiden. Witzig. Das Kino ist nicht allzu voll und der Film läuft schon seit einer Weile. Das Licht anmachen und auf den Täter anlegen und es auf den Täter anlegen, einen schweren Gegenstand nach dem Täter werfen, sei vorsichtig, sich vorsichtig dem Mann nähern. Das Licht anmachen und auf den Täter anlegen. Schön blamieren. Vandalismus. Ein Mann, der anonym bleiben wollte, hat berichtet, dass erneut Teenager beleidigende Reime auf seiner Garage geschmiert haben und sich über seinen Namen lustig zu machen. Der Mann ist erbost und hat gedroht, das nächste Mal eine Waffe einzusetzen, um seine Ehre zu verteidigen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie der Mann heißt. Hätte ich vielleicht tun sollen. Keine neuen Ansichten gefunden. Ermittlungen eröffnet. Das kann doch nicht sein. Was übersehe ich denn? Dieses dunkle Auto kommt um die Kurve gerast. Über den Bürgersteig und fährt dann einfach weiter. Hat den Mann voll erwischt und nicht mal gebremst.
Okay. Kurz vor dem Zusammenstoß habe ich ein paar Betrunkene aus der Bar geworfen, hatten sich mit ein paar meiner Stammgäste gestritten. Okay, vor ein paar Tagen hatte Dad Ärger mit ein paar jungen Leuten, die in der Bibliothek rumgelärmt hatten. Er wäre beinahe zur Schlägerei gekommen, die haben ihn bedroht, bevor sie gegangen sind. Ich habe zwei Leute in dem Auto gesehen, die sind direkt an mir vorbeigefahren. Der Mann auf dem Beifahrersitz hatte ein Bart. Und Klimek dachte, jemand würde ihn verfolgen. Sagte, er würde... Wenn er zu einer Schlägerei gekommen, sie haben ihn berührt. Klimek hatte jemanden, würde ihn verfolgen, sagte, er würde diesen Mann überall sehen und dass er aussehen würde wie jemand, mit dem er in der Bibliothek Ärger hatte. Ja. War es vielleicht doch das rote Auto? Hat sich vielleicht einfach nur einer getäuscht? Aber dann ja um die Kurve, ne? Und es kommt nicht. Ich krieg's nicht zusammen. Ich könnte... Ach mein Gott, ey. Dieses Zoomcloud kommt um die Kurve gerast. Bla 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 bla. So, ich versuch das jetzt mal so zu machen, wie ich das hier... So. Und so schon betrunken ist in Bar geworfen, das ist uninteressant. Vor ein paar Tagen hatte Dad Ärger mit mir. Sie hatten ihn bedroht, bevor sie gegangen sind. Das könnte ja dann auch jetzt da passen. Vielleicht könnte das hier mit passen. Die Leute im Auto gesehen. Das war mit dem Bart. Vielleicht so. Auch nicht. Ich komme nicht weiter. Ich ziehe jetzt alle ab da. Ich komme da einfach nicht weiter. Warte. Ich komme echt nicht weiter. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ehrlich nicht. Was mich natürlich so ein bisschen ärgert, ne, aber... Naja, holt langsam auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tag 19, 2. August, Freitag. Robespierre, ich bin ziemlich reich, aber zutiefst unglücklich. Und Bürgermeister beauftragt Staatsanwaltschaft Robespierres Aussagen für Extremismus zu prüfen und Studiengebühren der Universität Freiburg sollen sinken. Na den.
Gordon ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Na, Gordon ist heute nicht zur Arbeit gekommen. War ja auch nur dein erster Tag eigentlich so, ne? So ungefähr. Aus dem Grab. Wir haben das höchste Gehalt ihres toten Angestellten erhalten. Okay. Hier ist ihr wirkliches Gehalt. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Beschwerde Ihrer Angestellten gegen Sie zur weiteren Ermittlung an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wurde. Oh. Ein japanischer Geschäftsmann, an dieser Name nicht genannt werden soll, wird bald in Freeburg eintreffen. Die Stadt hofft, mit Ihnen einen wichtigen Vertrag unterschreiben zu können. Als unser Gast wird er viele unserer Einrichtungen besuchen, darunter auch die Polizeipräsidium. Sein Besuch ist für 5. August vorgesehen. Bitte stellen Sie sicher, dass an dem Tag wenigstens 3 Asiaten-Polizisten auf der Arbeit erscheinen. Asiatische Polizisten auf der Arbeit erscheinen. Bitte? Wie soll ich das denn machen? Wer ist denn da Asiat? Wer ist denn bei uns Asiate? Asano, Kochi und Tsubaki. Am 5. muss ich mir merken. Das ist jetzt Schicht A. Die sind bei Schicht B. Das heißt, am 3. wären die da. Und am 5. wären die sowieso da. Passt. Das passt zusammen. Na, das teilen wir natürlich wieder brüderlich und wir machen direkt Polizeischule. Ja. Wer soll zur Polizeischule geschickt werden? Mein Freund hier. Und wir machen ein Grillfest. Ja. Wer soll, alle 3 sollen zum Grillen kommen? Die auf jeden Fall. So. Ein wütender Holzfäller namens Grisham Frank behauptet, er habe eine Bombe im Dom versteckt. Er sagt, dass er das Gebäude mit allen Leuten darin in die Luft sprengen wird, wenn die Polizei den Priester nicht verhaftet. Offenbar hat der Priester Franks kürzlich verstorbene Frau davon überzeugt, sich einer Behandlung im Krankenhaus zu verweigern, stattdessen um Gottes Hilfe zu bitten. Das ist natürlich, ne? Noch irgendwas? Ach, ich kann auch einige zum Grillfest. Das ist ja interessant. Okay, gut. Da habe ich jetzt erstmal gute Kontakte gepflegt. Ich habe es jetzt halt mal ausprobiert. Also ich nehme jetzt auch noch den Spitzel. Nein. So, der soll mir was über sie herausfinden. Und dann habe ich jetzt erstmal das alles so weg. Und dann guck mal, was passiert. Der Dom ist voll von Besuchern. Die Bombendrohung verkündet uns allen Befehlen, sofort das Gebäude zu verlassen. Alle Beamten einsetzen, um die Bombs zu suchen, den Priester finden und die Evakuierung einleiten. Die Bombendrohung verkünden und alle Befehlen, nein, den Priester finden und die Evakuierung einleiten. Ein improvisierter Sprengsatz wurde unter einer Bank in der Nähe des Altars entdeckt. Alle Drähte durchtrennen, sichergehen, dass der Dom evakuiert wurde, die Batterie abklemmen, sichergehen, dass der Dom evakuiert wurde. Sehr schön. Die haben es geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte echt gedacht, ich verliere jetzt jemanden. Aber naja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe 2 zum Grillfest eingeladen. Einer trainiert, einer ist da. Bespitzelt, unsittliches Verhalten in der Öffentlichkeit. Ein betrunkener Teenager hat von einer Gruppe Freunden angefeuert, sich an der Kasse gänzlich ausgezogen und versucht, eine Packung Kondome zu kaufen. Er wirkt wie eine seltsame Initiationsritual. Ja gut, das, so wirkt das natürlich wirklich, ne? Chef, so ein Typ im Lumpen versucht, die Wache zu betreten. Er sagt, er sei ein tibetischer Mönch, würde gerne mit unseren Beamten über die Natur der Gewalt sprechen. Sollen wir ihn reinlassen? Ach ja, komm. Lass mal rein da, den Mönch. Mal gucken, was so kommt. Kann ich bei der Ermittlung jetzt eigentlich hier irgendwas machen? Hier sind doch schon mittlerweile 9 drinne.
Ich könnte ja jetzt mal ein bisschen lesen. Das ist der Diebstahl. So. Campos. Ich mache jede Stunde einen Rundgang durch den Monsum, wollte ich gerade sagen, durch das Museum. Die Alarmanlage ist abgeschaltet. Die Stadtverwaltung will das Geld nicht zuteilen, um sie zu reparieren. Ich habe nicht gehört, wie die Scheibe zerbrochen ist. Ist halt ein großes Museum. Als ich hier wieder vorbeikam, war es schon früher Morgen. Das Fenster war zerbrochen und die Leinwand war aus dem Rahmen geschnitten worden. Ich habe keinen Spur von jemand anderen gesehen, nur den Ziegelstein am Boden. So, nur den Ziegelstein am Boden. Dann Überwachungskameras des Museumsplatzes. Der Parkplatz war die ganze Nacht leer. Morgen kamen die Fahrradfahrer mit einer Röhre über der Schulter vorbei. Der Mann rollte langsam auf den Parkplatz, ließ dann sein Fahrrad für ein paar Minuten zurück und verschwand außer Sicht. Dann kam er zurück, stieg aus dem Rad und fuhr weg. Da würde ich jetzt sagen, Ziegelstein. Den hat er gefunden. Das ist das mit der Röhre. So. Ich leide unter Schlaflosigkeit, fahre oft mit dem Rad nachts durch die Stadt. Ich habe eine Transportröhre und andere Dinge mitgenommen, damit ich nicht wieder nach Hause musste, bevor die ersten Stunden an der Kunsthochschule anfingen. Ich habe ein Museum angehalten, um zu pinkeln. Ich gebe es ja zu, ich markiere gerne die Ecken des Gebäudes. Ich stelle mir dabei vor, dass eines Tages meine Werke da drin hängen werden. Okay. Das ist jetzt nicht weiter wichtig. In seinen Vorträgen über die Werke der niederländischen Meister hat Bram van de Hof de Vrom immer scharf kritisiert. Er hat diesen legendären Künstler als überteuertes Mittelmaß abgetan und war sehr amüsiert, als ein bislang unbekanntes Gemälde von de Vrom auf der Müllhalde gefunden wurde. Er sagte, da wäre es doch schon am richtigen Ort. Es war weniger amüsiert, als er erfuhr, dass der De Vrom im Museum ausgestellt wurde. Er würde mich nicht überraschen, wenn es Bram war, der ins Museum eingebrochen ist und das Gemälde gestohlen hat, um es zu verbrennen und vielleicht ein kleines Stück zu zerschneiden. Das Glas wurde fast vollständig herausgebrochen. Ein erwachsener Mann könnte problemlos durchklettern und sich nicht schneiden. Die meisten der Scherben liegen auf dem Gehweg vor dem Museum. Vor dem Museum? Wenn die doch eingeschlagen werden, also wenn das doch eingeschlagen wurde, dann müssten die ja im Museum liegen und nicht vor dem Museum. Also ist der Verdacht, dass es jemand war, der ja. Was wird da? Da ist der Ziegelstein in der Tasche. Ah ja, okay, gut. Pass auf, dann entfernen wir erstmal die Schnappschüsse. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viele habe ich hier denn zur Verfügung. Ich habe hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bräuchte ich. So, der mit dem Fahrrad, der ist zwar unterwegs, aber der war das nicht. Pass auf, es war so. Es könnte. Jetzt ist die Frage natürlich, wie rum? Hat er jetzt erst das Bild abgeschnitten und dann den Stein platziert? Oder erst platziert? Und dann halt. Pass auf. Ich denke mal, er ist auf jeden Fall da. Aber er hat es definitiv getan. Deswegen würde ich sagen. Ach, das ist jetzt schwer. Ich probiere jetzt einfach alles aus. Pass auf, ich mache es jetzt so. Ich mache das jetzt so, dass er jetzt mit der Tasche da rumläuft. So, dann schlägt er das Dingens ein.
Dann tut er den platzieren und dann tut er das. Nein, so war es nicht. Okay. Na gut, ich muss jetzt eh Schluss machen und sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.